Meine Damen und Herren, ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Episode Huli Nerd zockt. Wir sind in den Klonkriegen. Wir begeben uns auch gleichzeitig in das Lego-Terrain. Wir spielen heute ein Star Wars Lego-Game namens Quest for R2-D2. Die Geschichte ist kurz erzählt. Wir müssen R2-D2 finden in diesem Spiel, weil dieser wichtige Baupläne hat. Wir begeben uns aber diesmal auf die Seite des Imperiums, auf die dunkle Seite. Wir spielen hier mit Asai Ventress, ein Charakter, der es leider nicht in die Filme geschafft hat, dennoch im Expanded Universe einen gewissen Kultstatus erreicht hat. Wer Asai Ventress nicht kennen sollte, sie hat eine tragende Rolle in den Klonkriegen. Sie ist eine Schülerin von Count Dooku. Und ja, das Interessante ist, sie hat zwei Schwerter und ist natürlich eine Sith-Schülerin. Und hier sehen wir auch wunderbar, wir müssen jetzt hier natürlich die ganzen Lego-Kristalle einsammeln und müssen uns durch Klontruppen schlagen. Das Combat-System ist eigentlich relativ simpel, aber das ist auch das, was die Lego-Spiele auch ausmacht. Also ich bin jetzt keiner von diesen Leuten, die sagen, ah, Lego hat sämtliche Lizenzen ein bisschen madig gemacht. Im Gegenteil, ich finde, die Lego-Spiele machen alle Spaß. Also ich habe jetzt noch nicht alle gespielt, aber es ist so ein simples Combat-System. Und auch wenn das jetzt in dieser Variante ein bisschen abgespeckt ist, weil hier handelt es sich um ein Browser-Game, was mit der Unity Engine gemacht wurde. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Und ja, wir müssen halt hier die ganze Zeit dann die Lego-Kristalle aufsammeln, damit wir dann irgendwann ein bisschen upgraden. Und wenn wir dann eben halt so größere Schaltapparate dann zerstören, kriegen wir dann rote Lego-Kristalle, die geben ein bisschen mehr als die gelben. Ja, und wir können natürlich auch mit unserem Lichtschwert, können wir dann auch eben halt die Schüsse von den gegnerischen Einheiten abwehren. So, wir müssen jetzt erstmal hier diese Schaltzentrale zerstören, damit wir dann diesen Abschnitt absolviert haben. Da öffnet sich die Luke und haben dieses Level dann auch direkt abgeschlossen. Quest for R2-D2 ist ein Kurzfilm von Lego. Es gibt ja mittlerweile mehrere Lego-Kurzfilme aus dem Star Wars-Universum, die ich finde gar nicht schlecht sind. Also es gab da jetzt den ein oder anderen Lego-Film, den ich gesehen hatte, wo ich sagte, ja gut, da ist noch Luft nach oben, aber durchaus unterhaltsam. Vor allem jetzt irgendwo wird da auch so ein bisschen Humor mit ja, eingeschlossen. Aber jetzt nicht in so einem Maß, wo ich sage, ah, das ist jetzt zu albern oder zu over the top. Im Gegenteil, also ich finde, das funktioniert alles, was Lego hier immer auf die Beine stellt. So, jetzt müssen wir hier durch so ein paar Lichtschranken. Ah, oh. Und wir dürfen natürlich auch nicht getroffen werden. Das zieht nämlich Energie ab. So, hier kommt es schon zu einem Radar, den müssen wir zerstören, damit die Rebellion hier nichts weiteres verschicken kann, keine Signale versenden kann. Okay, das können wir jetzt hier nicht zerstören. Hier kommt es wieder zu ein paar Lichtschranken. Also ich hatte das schon im Vorfeld ein bisschen gespielt, deswegen überspringen wir auch das zweite Level, während ich hier in die Schlucht falle. Aber ich möchte an die roten Lego-Kristalle, deswegen versuche ich das nochmal. Wenn man es denn richtig macht, funktioniert es auch. Alle guten Dinge sind drei. Oder eben auch vier. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich irgendwie kein Leben mehr. So, jetzt nochmal bedacht. Jetzt aber. So. Ja, gut, die nehmen wir aber auch noch mit hier. Ja, ich wollte es euch nur mal kurz zeigen. Also, Asai Ventress ist jetzt ein Charakter, den werdet ihr in den normalen Lego Star Wars Spielen nicht spielen können. Das macht aber nichts, denn auch die Lego Star Wars Spiele kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Egal auf welchem System. Insbesondere hatte ich viel Spaß an der ursprünglichen Trilogie von Star Wars, also an der ersten, an der klassischen Trilogie. Das war eine wirklich spaßige Spielumsetzung. Also wenn ihr die mal günstig kriegen solltet, oder ich denke mal, die Lego-Spiele sind eigentlich mittlerweile bekannt. Ja, das war jetzt auch der
dritte Abschnitt. Nee, zweite, dritte. Ja, wir waren das. Ja, okay. Ah, nee, hier geht's noch weiter. Oho. Okay, ja, hier kommt es wieder zu ein paar Klontruppen. Aber die stellen keine Gefahr für uns dar. Also, ich finde ja persönlich, für ein Browser-Game kann sich das echt sehen lassen. Gut, ist jetzt kein Vergleich zu so einem Volltitel, aber es hat die gewohnten Lego-Mechaniken, also das gewohnte Combat-System. Ich denke mal, gleich werden wir auch noch irgendwas bilden müssen. Oh. Da wäre es beinahe passiert. So, hier kommt es nämlich auch zu einer Geschützeinheit. Ventress ist auch, muss ich sagen, einer der Charaktere, die ich persönlich durch das Expanded Universe kennengelernt habe. Also, ich weiß nicht, hatte ich das vorhin schon erwähnt? Ursprünglich sollte die ja auch mal in Episode 2 drin vorkommen, aber George Lucas hatte dann andere Ideen. Ja, okay, jetzt muss ich irgendwie meine Macht einsetzen. Ja, wie mache ich das jetzt? Oh, wie ging das jetzt? Ich kann nur, ja genau, schauen wir doch gleich erstmal. Na, Cursor. Hallo, Cursor. Ja, okay. Cursor will wohl nicht. Na, das ist der Vorführeffekt, aber jetzt haben wir es. So, ich wollte nämlich in die Option gucken. Okay, wir müssen Z. Nee, gar nicht wahr. Use the Force. Z plus X. Okay. Habt ihr nämlich gerade gesehen? Also, da kam einer von den Klappergestellen, der ist jetzt unser Helferlein. Aber wie kriege ich das jetzt hier? So, Z und X drücke ich doch. Ja, okay. Na, willst du wohl? Wieso will das jetzt nicht? Ach ja, englische Tastatur. Ja, ich musste kurz umdenken. Okay. So, jetzt bilden wir natürlich jetzt hier dieses Ding und das ermöglicht uns dann, dass wir dieses Level hier abschließen. Ja. Ich glaube, ich habe euch aber auch jetzt genug gezeigt von diesem Spiel. Es sollte nur so ein kurzes Zeigen werden, dass es auch solche Spiele im Star Wars-Universum gibt, an denen man Spaß haben kann. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video und möge die Macht mit euch sein. Bis dann.